Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Georg Gieglinger. Heute geht es um ein paar generelle Themen, nicht jetzt speziell um Elektromobilität. Es gibt ein paar Dinge, die mich dermaßen ärgern, weil wir schon so viel weiter sein könnten, als wir sind. Und ich verstehe es eigentlich nicht mehr wirklich. Meine Gedanken dazu in diesem Video jetzt. Dranbleiben, gleich geht's weiter. So, ich will mich gleich vorab entschuldigen, falls es emotional wird, und weil ich kann nicht rückbleiben bei dieser ganzen Geschichte. Es ist wirklich nicht mehr auszuhalten. Worum geht's? Vor kurzem hat ja jeder mitbekommen, hat Rezo dieses Video, diesen extremen Faktencheck da auf YouTube rausgehaut. Und ja, okay, ist alles gut und schön, 1000 Fakten. Alles belegbar, alles super sauber, und dann beginnt wieder die Diskussion. Stimmt denn das? Und ist das richtig? Und ist jenes richtig? Ja. Und dann verliert man sich in furchtbar vielen Details. Und täglich sehe ich das auf Facebook und sonst irgendwo, kommt wieder jemand. Ja, in dem Akku vom Elektroauto, da stecken 16 Tonnen CO2. Ja. Ich kann es nicht mehr hören, lesen, sehen. Ich verstehe das nicht mehr. Es braucht doch jeder nur ein bisschen seinen Kopf benutzen. Wir wissen, wir haben genau eine Erde, ein Stück haben wir davon. Ja? Wir können keine neue Erde kaufen, irgendwo bestellen, auch nicht bei Amazon oder sonst irgendwo. Wir haben diese eine Erde und wir machen sie gerade kaputt. Vergessen wir mal Klimawandel. Ja? Die Diskussion menschgemacht, nicht menschgemacht. Sinnlos. Die Diskussion ist vollkommen nutzlos. Das ist eine Ersatzdiskussion. Warum? Das ist ganz einfach. Wir verbrauchen endliche Ressourcen. Erdöl, Kohle, Erdgas. Das haben wir einmal. Das wissen wir mittlerweile. Warum wissen wir das? Es wird neu gesucht danach und es wird immer teurer, das zu fördern, weil die Lagerstätten schwerer erreichbar sind, weil sie kleiner werden, weil sie ausgebeutet sind. Wir wissen, das wird nicht mehr. Jeden Tag wird mehr Erdöl verbraucht als neu gefunden. Das ist ein Faktum. Das wissen wir. Das ist irgendwann aus, Ende, fertig. So. Und trotzdem machen wir fröhlich weiter. Erdöl fördern, verbrennen. Erdöl verbrennen. Ja. Gas fördern, verbrennen. Kohle fördern, verbrennen. Alles weg. Einmal benutzt, weg. Und so geht das überall. Konsumgüter, alles Einweg, Plastikflaschen, Kleidung. Ich weiß gar nicht, es gibt ja Statistiken, wie wenig im Durchschnitt ein Kleidungsstück getragen wird. Ich weiß nicht, so 5-mal oder 10-mal, keine Ahnung. Ja, lächerliche Zahlen, dann wird's weggeworfen. Halt alles hier in unserer reichen westlichen Welt. Okay, es ist vielleicht nicht für jeden so, dass er sich denkt, boah, ich bin reich, ich kann mir so viel leisten. Aber global gesehen sind wir da in Europa und in Nordamerika, gehören wir einfach zu den reichsten Menschen dieser Welt. Obwohl das nur ein kleiner Teil ist, 15% oder so, die wirklich reich sind, vergleichsweise. Und dann gibt es halt noch eine ganz super reiche Oberschicht. Lassen wir die mal weg. Ja? Aber das geht nicht. Wenn alle so leben würden wie wir, dann wäre unsere Erde ja in 5 Jahren kaputt wahrscheinlich. Wo sollen diese Ressourcen herkommen? Wir haben sie nicht. Wir haben nur einmal diese Erde. Und wir verbrauchen sie jetzt schon im Übermaß. Auch zum Beispiel durch Fleischproduktion. Verbraucht wahnsinnig viel Fläche. Warum? Weil diese Tiere Futter brauchen. Und wir verbrauchen viel Fläche, um Futter anzubauen. Dafür werden auch Wälder gerodet, Urwälder, die Jahrtausende gebraucht haben, um sich so zu bilden. Das Ganze war ja mal in einem gewissen Gleichgewicht auf dieser Erde. Alles zusammen. Dieses Gleichgewicht verschiebt sich natürlich über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen, weil sich einfach kosmische Einflüsse ändern und. Ja, aber es ist gemessen an dem, wie lange ein Mensch lebt, war das alles schön im Gleichgewicht. Und wir haben angefangen, alles so massiv zu verändern, dass dieses Gleichgewicht im Prinzip kippt. Das muss ja kippen. Es hat einen Einfluss, wenn man die Erde so massiv verändert, wie es der Mensch tut. Und wir nutzen zu viele Ressourcen. Die Erde gibt das nicht her. Das ist wie wenn ich in ein Lager gehe und immer mehr aus dem Lager raushole, als ich nachschlichte. Irgendwann ist es leer.
Dann ist es aus, Ende, dann ist das Lager leer. Und wir können nicht sagen, okay, dann nehmen wir halt Erde Nummer 2. Wir haben keine Erde Nummer 2. Die Erde braucht uns Menschen nicht, aber wir brauchen diese Erde zum Leben. Wir brauchen sie. Und wir können noch immer nicht Nahrungsmittel künstlich herstellen. Ja? Das funktioniert nicht so einfach. Und jetzt kommen dauernd irgendwelche Wirtschaftsinteressen und politischen Interessen und alles Mögliche wird da in die Diskussion eingeworfen. Und wir müssen einfach anfangen, weniger zu verbrauchen, weniger fliegen, ja, weniger Kleidung, weniger Fleisch. Es muss einfach sein, weil es nicht anders geht. Es ist nicht da. Wir können uns das auf Dauer nicht leisten. Und wir brauchen keinen Faktencheck. Ein bisschen Hirn da oben reicht schon. Und jetzt komme ich zum Elektroauto, ja, wo ich am meisten wahrscheinlich davon verstehe, von der ganzen Materie. Und wenn ich da schon höre, ja, 16 Tonnen CO2, da muss ich 150.000 Kilometer einen Diesel fahren, damit ich auf den gleichen CO2-Ausstoß komme. Das ist Bullshit. Ja? In diesem Akku steckt ja keine Kohle oder kein Erdöl drinnen direkt, sondern da steckt elektrische Energie drinnen und die kann ich sauber produzieren. Es gibt Windkraftanlagen, die in 3, 4, 5 Monaten die Energie wieder zurückbringen, die man gebraucht hat, um sie zu bauen. Danach laufen die 20 Jahre und produzieren, produzieren, produzieren Strom, ohne wieder etwas zu verbrauchen. Oder Photovoltaik. Ganz ähnlich. Es kann nicht anders funktionieren, als dass wir die Ressourcen nehmen, die immer wieder im Kreislauf neu entstehen. Dieser Einweggedanke muss weg. Es muss alles in einem Zyklus funktionieren. Da brauche ich keinen Faktencheck. Da muss ich einfach die richtigen Dinge tun. Und über Jahrzehnte wurde erzählt, nein, das geht nicht, technisch unmöglich, ja. Wir haben alles, ja. Und das Elektroauto ist nicht die perfekte Lösung. Aber es ist die beste, die wir momentan haben. Zum Beispiel eben bei der Mobilität. Das betrifft ja nicht nur den Pkw, das betrifft ja vor allem auch den ganzen Lkw-Verkehr. Der stößt ja auch Schadstoffe aus ohne Ende und verbrennt dabei Diesel. Und diese Schadstoffe sind ja nicht nur CO2, das ist ja aller möglicher Dreck, Feinstaub, unverbrannte Bestandteile, ja, teilverbrannte Bestandteile, lauter Mist, den wir in unserer Umwelt fein verteilen und dann einatmen und essen und trinken, ja, alles in unserer Umwelt. Und wir wissen, es gibt bessere Alternativen, denn im Akku muss überhaupt kein CO2 stecken. Wenn man das vernünftig macht, das geht, ja. Aber einen Dieselmotor wird man nie CO2-neutral hinbekommen. Ja, und jetzt kommt's. Synthetisches Benzin, Diesel und also Synfuel und Biofuel, ja? Oh mein Gott, Biofuel. Alleine wenn ich das schon höre, ja? Die Natur hat zwar ein tolles System mit der Photosynthese, aber man muss wissen, der Wirkungsgrad Sonnenlicht in Biomasse liegt irgendwo bei 1, maximal 2%. So lächerlich. Das heißt, Photovoltaik liegt hier mindestens um eine Zehnerpotenz drüber, wenn nicht sogar mehr. Das ist ineffizient. Außerdem, die Biomasse, die da wächst, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Raps, nehmen wir mal zum Beispiel den klassischen Raps für Biodiesel. Alleine wie wenig von diesem Sonnenlicht im Rapsöl landet und dann muss ich das noch in Rapsmethylester umwandeln? Da verliere ich wieder was. Oder Bioethanol, also Benzinersatz sozusagen. Alleine beim Vergären vom Zucker, wenn ich zum Beispiel Zuckerrüben oder Zuckerrohr nehme, alleine beim Vergären geht die Hälfte schon verloren. Ja? Entsteht übrigens CO2, egal. Ja? Weil die Hefe das in CO2 und Zucker, und Alkohol vergärt den Zucker. Ineffizient bis zum geht nicht mehr. Und noch schlimmer, ich nehme vielleicht Strom aus Photovoltaik und Windenergie und mache daraus synthetische Kraftstoffe. Ah! Dann nehme ich doch den Strom gleich, lade ihn in einen Akku und fahre damit. Ist doch tausendmal besser. Wasserstoff, immer wieder Wasserstoff. Ineffizient, wir wissen das. Das ist. Und dann kommen die Lobbys und erzählen den Leuten, ja, ihr müsst auf das Wasserstoffauto warten, weil nur das garantiert euch den gleichen Komfort
wie mit dem Benziner. Blödsinn. Vor allem, es ist teuer. Teuer, teuer, teuer. Es kostet Unmengen. So eine Wasserstofftankstelle ist sauteuer. Denn Wasserstoffherstellung ist teuer. Momentan wird er überhaupt aus Methan, aus Erdgas erzeugt. Super. Ganz toll. Ja? Nein. Es ist so einfach. Kreisläufe. Ja? Und das Einzige, was wirklich funktioniert, ist elektrische Energie. Wir können nur mit Strom unseren Energiebedarf decken. Für alles. Wir können nichts verbrennen. Auch Verbrennung von Biomasse, zum Beispiel Hackschnitzel. Ja, wenn es Restholz ist, aber so viel Restholz gibt es ja gar nicht. Oder Pelletsheizungen wurde den Leuten so lange eingeredet, das ist so umweltfreundlich. Ja? Was passiert? Jetzt muss man extra sogar Holz schlägern, damit man diese Pellets erzeugen kann. Ja, das wieder steckt wieder Energie drinnen, bis da Pellets draus geworden sind. Und die Feuerungen produzieren Feinstaub, ja, weil eine Holzfeuerung immer ein Problem ist, vor allem im kleinen Maßstab. Im großen Maßstab sieht das anders aus. Da kann man Abgasreinigungen nachschalten, aber auf der Ebene einer ja, einer Heizung für ein Familienhaus oder ein kleines Objekt, Blödsinn. Alles Blödsinn. Wir müssen weg vom Verbrennen. Dieses Verbrennungszeitalter muss endlich aufhören und dieses Stoffvernichtungszeitalter. Ja, da brauche ich keinen Faktencheck. Das liegt auf der Hand. Es funktioniert so nicht auf Dauer. Und wir haben alle Alternativen. Es gibt alles. Es gibt auch Ersatz für Kunststoffe. Das ist halt teurer. Da muss man halt politische Rahmenbedingungen schaffen, damit das in den Markt kommen kann. Weil jetzt ist es nicht konkurrenzfähig preismäßig. Warum? Weil Erdöl ist gestützt, ist politisch gestützt, ist finanziell gestützt, ja, ist teilweise durchs Militär sogar gestützt. Ja, und bis jetzt, na, das ist überhaupt das Allerschlimmste, ja, wenn dann die Diskussion kommt, ja, und im Kongo, da müssen Kinder Kobalt irgendwo ausbuddeln, ja. Und das Kobalt, das in allen anderen Produkten steckt, das ist egal, ja. Da war es jedem egal, wo das Erdöl herkommt. Dass Millionen Tonnen Erdöl jedes Jahr in Sibirien irgendwo aus Pipelines raussickert, weil sie undicht sind, egal. Bis jetzt war es allen vollkommen gleichgültig. Wo kommen die Rohstoffe für ihre Konsumprodukte her? Sprich zum Beispiel elektronische Produkte. Ja. Auch das Auto, wie wird der Stahl erzeugt, wie wird das Kupfer erzeugt. Ja. Und das Aluminium, wo kommt das her? Wie wird das erzeugt? Alle Stoffe, die sowieso überall drinnen stecken, und da gehört auch Kobalt dazu. Kobalt, ja, Kobalt. Das böse Kobalt, das wird ja von Kindern im Kongo ausgegraben. Klar, natürlich. Steckt ja nur im Elektroauto, im Akku drinnen, was übrigens möglich ist, das komplett zu ersetzen. Da arbeiten ja alle gerade dran. Tesla ist da besonders weit. In der nächsten Akkugeneration soll gar kein Kobalt mehr drinnen sein. Aber egal, ja, Kobalt, das böse Kobalt, dürfen wir nicht verwenden. Lithium, noch schlimmer, alle müssen verdursten, verhungern wegen dem Lithium, dass mehr als die Hälfte des Lithiums in Glasproduktion geht. Interessiert niemanden. Kein Mensch kommt her und sagt, ja, nein, Fenster müssen weg, Glasflaschen müssen weg, weil da steckt Lithium drinnen. War allen egal bis jetzt, aber wenn es auf einmal ums Elektroauto geht, nein, da wären alle zu Umweltexperten und alle wären so gewissenhaft in Bezug auf die Umwelt. Das ist doch alles Bullshit, das stimmt doch gar nicht. Alles Blödsinn. Das ist doch den Leuten bis jetzt egal gewesen und es könnte ihnen in Zukunft genauso egal sein und es wird ihnen egal sein, weil sowieso allen alles egal ist. Da setzt man sich dreimal im Jahr ins Flugzeug und fliegt kreuz und quer über den Globus für 2 Wochen Urlaub. Nur damit man dann auf Facebook posten kann, wo man überall war. Ja? Und blast dabei in die Atmosphäre alles raus, was so ein Flugzeug halt aus der Turbine rausschießt. Alles egal, aber eigentlich sinnlos. Und wir können es uns nicht leisten. Die Erde hat diese Ressourcen nicht und sie verkraftet das auf Dauer nicht. Das funktioniert nicht. Wir müssen aufhören, so viel zu konsumieren. Und wir müssen in Kreisläufen denken. Oder dann kommen wieder alle daher, ja, Wirtschaft, dieses Wirtschaftswachstum, es wird immer gefordert, Wirtschaftswachstum, das macht unsere Erde kaputt. Bullshit. Bullshit. Wirtschaftswachstum ist nicht das Problem. Geld ist ein Tauschmittel, das hat ja noch nicht jeder verstanden. Man tauscht Geld gegen Ware, Ware gegen Geld, Geld gegen Dienstleistung, Dienstleistung gegen Geld. Ganz einfach, Tauschmittel. Ja? Geld ist ein Tauschmittel. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt
neue Produkte, Dienstleistungen, ja, habe, für die ich Geld verlange, die können außer zum Beispiel Hirnressourcen gar nichts verbrauchen oder ganz wenige physische Ressourcen. Das kann man auch in Geld messen. Und das geht auch ins Wirtschaftswachstum ein. Es ist kein Problem, man kann die Wirtschaft weiter wachsen lassen. Das geht. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, was steckt in dem Wirtschaftswachstum? Steckt da drin Ressourcenverbrauch? Oder steckt da drin Zuwachs an Qualität von Dienstleistungen zum Beispiel? Zuwachs an Qualität von Ressourcen, die man nutzt? Oder wie soll ich sagen, Stoffkreisläufe. Ja, man investiert in Stoffkreisläufe zum Beispiel. Kostet auch Geld. Ist auch nicht gratis. So, ist ein gewisser Aufwand. Aufwand heißt Geld. Das heißt, auch wenn ich dort investiere, dann kann das wachsen. Das Wirtschaftswachstum ist nicht das Problem. Das Problem ist, was wir tun, ist das Problem. Und wenn jetzt nicht bald, irgendwann, wirklich in den nächsten Monaten, eine Umkehr da oben in den Köpfen passiert, bei allen, dann wird nichts passieren. Wenn wir darauf warten, dass die Politiker was tun, dass die Wirtschaft was tut, es wird niemand was tun, wenn nicht alle anfangen, das Problem zu verstehen. Und das Problem ist unser Verbrauch und nicht und das Denken in endlichen Abläufen statt in Kreisläufen. Es ist ein Drama, ja? Und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Und ständig wird einem erklärt, nein, das geht nicht, aus diesen Gründen, das geht nicht, aus jenen Gründen. Das ist Blödsinn, es geht alles. Man sieht's doch. Über Jahrzehnte hieß es, nein, ein Auto kann nicht elektrisch fahren, das kann nicht funktionieren. Ja, ein Golfcar, so ein kleines, ja. Blödsinn, wir sehen, es funktioniert, es gibt diese Lösungen, alles da. Windenergie hieß es, funktioniert nicht. Kriegst du nie wieder die Energie zurück, die du da hineingesteckt hast. Bullshit, stimmt nicht. Photovoltaik hieß es, nein, funktioniert nicht. Nur Atomenergie funktioniert. Oder warten wir auf die Kernfusion. Okay, Kernfusion macht gerade Riesenfortschritte, komplett anderes Thema, ist aber noch nicht fertig. Und wir können nicht nochmal 10, 15, 20 Jahre warten und dann auch nochmal den Übergang, weil selbst wenn die Kernfusion serienreif ist, dann stehen nicht innerhalb von 2 Jahren auf der ganzen Welt so viele Fusionsreaktoren, dass wir alles betreiben können damit. Das dauert dann nochmal 10, 15, 20 Jahre. Wir müssen jetzt mit dem, was wir jetzt haben, etwas tun. Und wir haben gute technische Lösungen. Und wir brauchen einfach neue Ansätze. Und das ist mein Appell an alle, die dieses Video sehen, diese Gedanken weiterzutragen, ja? Es muss niemand in eine Höhle ziehen. Es muss niemand im Wald leben. Nein. Aber wir müssen in Kreisläufen denken. Wir brauchen Werkstoffe, die keine Schadstoffe beinhalten, die in einem vernünftigen Kreislauf zurückzuführen sind, die nachwachsend sind, ja. Wir müssen weg von Erdöl, Erdgas, Kohle, von giftigen Chemikalien, die sich anreichern in der Umwelt. Davon müssen wir weg. Pflanzenschutzmittel, die mehr Probleme machen in Summe, als sie bringen. Klar, dem Landwirt bringt das was und auch der Nahrungsmittelproduktion bringt das was. Klar, ja, mittlerweile schaffen zumindest in Europa, ich weiß nicht, circa 2% oder so der Menschen arbeiten in der Landwirtschaft und die können uns alle versorgen. Das war früher komplett anders. Da haben 3/4 oder 2/3 in der Landwirtschaft gearbeitet. Und das ist noch nicht mal so lange her. Klar, da gibt es einen Fortschritt und da gehören auch solche Dinge dazu, aber es gibt ganz sicher auch Pflanzenschutzmittel, die unproblematischer sind, die man verwenden kann. Oder man kommt ganz davon weg auf Dauer. Es braucht halt Hirnschmalz da oben und das wäre das Wirtschaftswachstum. Da oben. Also, ich kann euch nur bitten, tragt diese Gedanken hinaus und es muss die Diskussion weg von diesen Fakten immer. Ja, und stecken jetzt 16 Tonnen oder 12 Tonnen CO2 im Akku. Man kann einen Akku produzieren, komplett CO2-neutral. Das geht technisch. Es kommt halt darauf an, wie man es macht. Es ist möglich. Es ist möglich. Vielleicht noch nicht 2019, aber es ist technisch möglich. Orientieren wir uns an Physik, Mathematik, Chemie, Technik. Daran. An den Dingen, die möglich sind, technisch möglich, physikalisch möglich, dann kommen wir weiter. Nicht irgendwelche
Schein- und Sonder-Nebendiskussionen über Fakten hier und Fakten da und wem geht irgendwo ein paar Euro verloren, weil er sein Geschäftsmodell davonschwimmen sieht. Pfeif auf Geschäftsmodelle. Wenn die Erde mal kaputt ist, ist sie weg. Und dazu ein kleines, am Schluss noch, ein kleines Beispiel. Wenn ich zum Beispiel ein Ei habe, aber keine Henne mehr, ja, und ich schlage das Ei kaputt, dann hat sich's erledigt. Dann wird daraus auch keine Henne mehr schlüpfen, okay? Ein bisschen ein blödes Beispiel. Aber daran sieht man, wenn man sich gewisse Dinge zerstört, dann ist es vorbei. Dann ist es aus. Es gibt irreversible Schäden. Wenn man sich das Bein abschneidet, ist es weg. Das wächst nicht nach. Es wächst nicht alles nach und es repariert sich nicht alles von selbst. Wir machen Dinge, die die Erde kaputt machen. Wir wissen das alle. Wir wissen es. Da gibt es überhaupt keine Diskussion eigentlich drüber. Wir wissen es und da herrscht Konsens. Und trotzdem passiert nichts. Weil wir nicht in Kreisläufen denken und weil, ja, Kohle, naja, jetzt können wir noch 25 Jahre Kohle verbrennen. Bullshit! Aus, Ende, aufhören mit dieser Kohleverbrennerei. Es gibt Alternativen und die müssen wir forcieren. Und wir, alle Bürger, müssen das endlich verlangen. Und da oben in den Köpfen muss es passieren, wie es weitergehen muss. Wir müssen alles umstellen. Vielleicht waren ein paar Gedanken dabei, die dem einen oder anderen dabei helfen, andere zu überzeugen, sich selber neue Gedanken zu formen. Ja. Wem es gefallen hat, bitte einen Daumen hoch und vielleicht einen Kommentar unten hinterlassen. Und sonst wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Tag. Alle, die jetzt schon so ambitioniert sind und viel tun für unsere Umwelt und für nachhaltigere Zukunft, denen wünsche ich das Allerbeste, dass sie weiter tun und andere auch anstiften damit. Und ich habe die Hoffnung nicht verloren, ja, aber ich sehe, dass es schon verdammt kritisch ist und dass wir schon eigentlich viel zu weit gegangen sind. Und deswegen muss ich etwas tun. Wie gesagt, ich wünsche noch jedem hier einen schönen Tag, der da zugeschaut hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.